06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Marvin Thiel, 90 Minuten eigentlich Regen, Kampfspiel in Bonn, das ist aber was dir liegt, und wenn man am Ende 3 Punkte mitnimmt, dann kannst du so grinsen. Ja, auf jeden Fall, also so ein Sieg am Freitagabend bei dem Wetter auswärts mit so vielen geilen Fans, die, ich glaube, 90 Minuten oder 95 Minuten, so wie das Spiel ging, wirklich Stimmung gemacht haben und uns getragen haben und wir auf dem Platz auch von Anfang an gezeigt haben, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Was habt ihr heute auch im Vergleich zur Vorwoche deutlich besser gemacht, dass man hier eben auch sehr souverän gewonnen hat? Ja, wir haben, glaube ich, hinten sehr, sehr wenig zugelassen, fast eigentlich gar nichts, bis auf das Tor in der letzten Minute, was natürlich sehr ärgerlich ist. Aber wir haben auch versucht, eine Mischung aus Kampf und Fußballspielen auf dem Boden zu machen. Und das ist uns über weite Strecken sehr, sehr gut gelungen, wobei wir auch hätten 5, 6 Tore schießen können. Und jetzt kann man sich aber auf nächsten Dienstag ein Heimspiel mit noch mehr tollen Preußen-Fans freuen und einfach mal gucken, was geht. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein Pokalspiel hinter uns gegen Wolfsburg, da war es auch schon sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir einfach das Selbstvertrauen aus dem Spiel mitnehmen und einfach alles in die Waagschale werfen und 90 Minuten Vollgas geben. Marcel Hoffmann, heute in die Startelf zurückgekehrt mit dir. Ja, nicht allein, aber auch der Sieg. Ihr habt heute einen guten Auftritt gezeigt, oder? Ja, doch, fand ich auch. Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, direkt das Heft in die Hand genommen, direkt gezeigt, dass wir heute wieder hier 3 Punkte holen wollen in Bonn. Es ist uns gut gelungen, kämpferisch auch gut gewesen. Deswegen sind wir glücklich, dass wir jetzt hier gewonnen haben und nach Hause fahren können. Hättet nur mehr Tore schießen können, müssen. Ja, das stimmt. Das ist auch noch unser großes Problem hier. Aber 2 Tore da geschossen, auswärts ist okay. Aber wir hätten da ja auch 4, 5 Tore schießen können. Aber naja, so geht's und weiter geht's. Und ihr standet heute eben defensiv sicher. Es ist zum Schluss noch ein ärgerliches Tor gefallen. Aber ansonsten war ja eigentlich auch nichts. Ja, das Tor ärgert mich schon eigentlich, weil es eigentlich ein klares Foul war. Schubst sich von hinten, tritt mich von hinten in der Beine. Und dann, ja, sieht er nicht, pfeift er nicht. Dann ist halt so 2-1 gewonnen, ab nach Hause. Voller Fokus auf Hertha. Ja, auf jeden Fall. Freuen uns drauf. Sascha Hildmann, du hast es vor dem Spiel eigentlich gesagt, wenn wir diesmal 2 Tore schießen, dann gewinnen wir auch. So ist es unterm Strich zumindest gekommen. Ja, das freut mich auch sehr, weil es ein sehr, sehr gelungener und sehr souveräner Auftritt von uns war. Ich glaube, man hat von Anfang an gemerkt, wer das Spiel gewinnen wollte. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben es gut umgesetzt. Einzige Manko, Chancenverwertung. Wir hätten uns früher entspannen können. So war es nochmal spannend. Und ärgerlich auch dieses Tor am Schluss, das war ein klares Foul für mich. Und trotzdem bin ich sehr stolz auf die Jungs. Und was sensationell heute war, sind mal wieder unsere Fans. Also wie die uns heute wieder unterstützen, was eine Masse danach da ist, das macht so Spaß. Also so kann es gerne weitergehen. Und heute hat die Mannschaft wieder ein frühes Tor gemacht, aber diesmal auch richtig gut dran angeknüpft. Eigentlich hätte es ja nach einer Viertelstunde schon 2, vielleicht 3-0 stehen müssen. Ja, das sage ich ja. Das ist eben noch unser großes Manko. Wir spielen tolle Chancen raus, hatten die Chance von Torben Deters, dann von Alex Langlitz. Also waren schon ein paar Bretter dabei. Aber wichtig ist, wir spielen sie uns raus und machen das und das passt dann. Und jetzt kann die Vorfreude mal so richtig beginnen. Jetzt geht's morgen erstmal ins Training und dann schauen wir, was am Dienstag gegen Hertha rauskommt. Freuen wir uns natürlich, klar.